Der Geburtstag von Svea war zu Ende, meine Reise mit der Biederwind sollte weitergehen. Hilde, die Tante meiner ältesten Tochter, wollte am Wochenende an Bord kommen und mit mir für ein paar Tage um die Insel Usedom segeln. Nach all den Tagen, an denen ich bislang alleine unterwegs war, hatte ich mich auf nette Gesellschaft gefreut und da wir uns beide schon seit 35 Jahren kannten, verlief das sehr unkompliziert und fröhlich miteinander, obgleich wir vorher noch nie gemeinsam verreist waren. Am Vorabend der Abreise besuchten wir noch das Fest der Traditionsschiffe, auf dem die Bootsmannleute eine gute Band zusammengestellt hatten und genossen anschließend einmal mehr einen herrlichen Sonnenuntergang. Am nächsten Tag sollte es zeitig losgehen, denn wir wollten gegen 8:30 nicht die Brückenöffnung des Rügendamm verpassen. Die nächste Gelegenheit wäre erst wieder um 12 gewesen, aber es war ab mittags eine ziemlich frische Brise angesagt und ich wollte bis dahin bereits in einem geschützten Hafen liegen, um meiner neu angeheuerten Bootsfrau einen leichten Einstieg zu ermöglichen. Wir machten daher, nur unter Vorsegel laufend, einen kurzen Turn zum 9 Seemeilen entfernten Hafen Stahlbrode am Ende des Strelersund. Schon gegen 11 lagen wir sicher an Heckbojen fest und erkundeten den kleinen Ort. Wir fanden im Hafen eine Räucherei mit frischem Fisch und so gab es schon recht früh das erste Anlegerbier. Und wir beobachteten von dort aus, wie die Segelboote mühsam versuchten, gegen zunehmenden Wind und Welle Kurs Stralsund aufzukreuzen. Wir hatten fast den ganzen Hafen für uns alleine, lagen geschützt und sicher und begannen uns etwas zu essen zu kochen. Am nächsten Morgen wollten wir frühzeitig aufbrechen, um bei angekündigten abnehmenden achterlichen Wind noch gut Strecke nach Swinemünde zu segeln. So. Wir passieren den Kreis Wolgabocken, geht Richtung Polen. Hinter uns liegt Stralsund mit dem Strelersund, den wir gerade verlassen haben. Wir haben ungefähr 5 Beaufort Windstärken von 8ern. Nur das große Genua gesetzt. 5 Knoten Fahrt, tiefenentspannt. Da hinten müsste vor uns Greifswald kommen. Dann geht es irgendwie um den Ruden rum und dann mal schauen. Irgendwo muss Polen sein. Hilde ist wohl auf, die versorgt uns mit Naschis. Ja, alles im grünen Bereich. Von den anfangs angekündigten 5 Windstärken war bald nichts mehr übrig. Als wir den Greifswalder Botten verließen und den Ruden passierten, waren es gerade noch 3 Beaufort aus West. Nach dem Runden des Peenemünder Haken setzte ich den Spinnaker, um noch irgendwie Fahrt im Boot zu halten. Hilde erkannte schnell die Situation, wo es sich am besten auf der Biederwind aushalten ließ. Die eingeholten Segel waren einfach zu verlockend. Gegen 14 Uhr hing selbst der Spinnaker nur noch schlaff herunter und ich holte auch ihn ein und es ging mit der Dieselfock und der Maschine weiter.
und wurde Zeit, die polnische Gastflagge zu hissen. Bald war Swinemünde in Sicht und wir passierten zahlreiche Schiffe vor der Hafeneinfahrt, bewunderten die Kräne und Hafenanlage, bevor wir an Steuerbord in die gut gepflegte Marina einliefen und wir nach einer kurzen Runde einen Liegeplatz neben einer anderen Münde fanden. Seeluft macht hungrig. Wir hatten ordentlich Appetit, erkundeten die Stadt und waren überrascht, wie günstig in Polen doch das Essen und Bier ist. Am nächsten Morgen verließ uns zeitig die andere Wünde, um einen günstigen Wind auszunutzen. Wir hatten Zeit, keine große Strecke vor uns und warfen nach einem gemütlichen Frühstück gegen 12 Uhr die Leinen los. Entlang der Kulisse von Swinemünde sollte es durch das 12 Kilometer lange Melin-Fahrwasser in der Stettiner Haft gehen. Vor den Weltkriegen hieß dieser um 1870 gebaute Kanal noch Kaiserfahrt. Hilde fand Spaß am Steuern und übernahm die Penne. Quer durchs Kaiserfahrwasser, Wind gegen an mit 5 Windstärken. Die wilde Hilde steuert. Alles im Griff. Perfekt. Ich brauche gar keinen Autopiloten mehr. Im Stettiner Hafen nahm der Wind rasch ab. Wir konnten gemütlich mit halbem Windkurs Mönckebude segeln. Es wurde immer wärmer und vor der Hafeneinfahrt hieß es Badeleiter runter und wir erfrischten uns ausgiebig im warmen Wasser, bevor wir in den wunderschönen Hafen festmachten. Wir spielten Robinson und Crusoe im herrlichen Schilfgürtel, gingen in die angrenzende Hafenbar auf ein Kaltgetränk und begannen gemütlich zu grillen. Morgen hieß es nach einem wundervollen Sonnenaufgang Leinen los und die Reise sollte durch den Peenestrom zum nahegelegenen Naturhafen Krumin gehen, der mir von zahlreichen Seglern wärmstens empfohlen wurde. Hilda hatte wieder ihren Stammplatz auf der Vorderluke eingenommen und beobachtete die Landschaft. Entlang der im Zweiten Weltkrieg zerstörten ehemaligen Hubbrücke Karin, von der nur noch ein Rest als Baudenkmal übrig geblieben ist, ging es weiter nach Zecherin. Die einzige Herausforderung war es, die Öffnungszeiten der dortigen Brücke passend zu erwischen. Ansonsten heißt es, vor der Brücke Kreise ziehen und zu warten. Nach dem Öffnen der Brücke setzte ich wieder Segel und war ganz stolz, dass meine gute alte Biedewind ein größeres Feld modernerer Segeljachten eine nach der anderen in der relativ engen Fahrrinne abhängte, bis wir nach 3 Stunden die Kruminer Wiek erreichten und in dem Naturhafen bei strahlendem Sonnenschein festmachten. Wir beschlossen, die Gegend zu erkunden und spazierten von Krumin in den Nachbarort Neberg, da uns dort ein nettes Fischrestaurant empfohlen worden war. Das Essen war wirklich vorzüglich
und da ein fettes Gewitter aufgezogen war, ließen wir das Naturschauspiel mit den heftigen Blitzen und Donner unter der überdachten Terrasse an uns vorüberziehen. Dummerweise hatte ich Trottel vergessen, vor dem Spaziergang die Luken der Biederwind zu schließen. Krummin hieß nicht umsonst Naturhafen und es wimmelte in dem Brackwasser nur so von Mücken, die bei dem Gewitter nichts Besseres zu tun hatten, als in der Biederwind Unterschlupf zu suchen. Am nächsten Morgen machten wir uns auf den Weg nach Peenemünde. Vorbei ging es an der Peenewerft, in denen Patrouillenboote für Saudi-Arabien gebaut wurden. Seit der Ermordung des Journalisten Khashoggi sind diese Boote mit einem Rüstungsexport belegt. Wieder einmal galt es vor Wolgast, eine Brückenöffnungszeit richtig abzupassen. In diesem Revier gibt es keine größeren Distanzen und nach kurzer Fahrt von 4 Stunden erreichten wir den kleinen Fischereihafen Freest direkt gegenüber Peenemünde. Freest hatte ich in dem NDR-Reisebericht im Winter gesehen und es war der eigentliche Auslöser zur Planung meiner Rundrügenreise. Vor Freest geriet ich beim Segelbergen im Peenestrom auf eine Sandbank, aber konnte mich nach einer Schrecksekunde mit eigener Maschinenkraft wieder freimachen und wir liefen in die kaum zwischen dem Schilf auszumachende kleine Marina ein. Wieder einmal hieß es, den Ort zu erkunden und Fisch essen zu gehen. Für den nächsten Tag war Starkwind angesagt und ich hätte mich am liebsten einwehen lassen, aber unser Liegeplatz musste vormittags freigemacht werden. Außerdem ging Hildes Urlaub zu Ende und ich wollte sie wieder nach Stralsund zu ihrem Auto bringen. Noch im Freeserhafen band ich ein zweites Reff in das Groß ein und raus ging es auf den Greifswalder Bodden, der uns mit reichlich Wind und ruppiger See empfing. Ich hatte mir 3 alternative Routen in der Seekarte eingetragen, um Strecke Richtung Westen zu machen. Letztendlich konnte ich bei der Windrichtung aus West nur Kurs Lauterbach anlegen und musste das erste Mal auf diesem Turn Segelkleidung anlegen, da doch heftig Wasser überkam und ich auch keine Zeit und Lust mehr hatte, Großfotos zu machen. Heil angekommen in Lauterbach erholten wir uns erst einmal von der holprigen Überfahrt und feierten Hildes Wassertaufe bei einem Bier, bevor wir uns anschickten, den Ort zu erkunden. Wieder einmal galt es, die wundervolle Naturlandschaft von Rügen und herrlich hergerichtete Häuser zu bewundern. Wir genossen die tolle Aussicht auf die 3 Kilometer entfernt liegende Insel Wilm, auf der früher die DDR-Oberen ihren Urlaub verbrachten. Erst zurück beim Boot entdeckte ich, dass direkt vor unserem Liegeplatz am Hafen die alte Dampflok, der rasende Roland, seine Endstation hatte und zu einer Zugfahrt einlud. Da es eh die nächsten Tage heftig wehen sollte, beschloss ich mit Hilde zum Abschluss ihres Urlaubs, am nächsten Tag eine Tagestour mit dem Roland zu machen und die Seebäder Binz und Gören per Bahn abzuklappern. Es muss ja nicht immer Segeln sein. Wir bewunderten die mondänen Badeorte mit ihren teilweise liebevoll wiedererstellten Architekturen im alten Bäderstil des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Da kann leider mein Heimatort Timmendorfer Strand mit seinen teilweise recht hässlichen Bettenburgen der 70er Jahre nicht mithalten. Das Bäderhopping per rasenden Roland machte Spaß. Wir besuchten einen Kurort nach dem anderen, dabei den ein oder anderen Regenschauer abbekommt.
Die Wetterlage war nicht mehr ganz so stabil wie zu Anfang der Segeltour. Aber das machte nichts, konnten wir uns noch überall unterstellen und zur Not gab es ja auch noch Kai Pirinha und nach jedem Regen kommt wieder die Sonne heraus und ein Regenbogen vermittelt Hoffnung. Irgendwann war dann der letzte gemeinsame Urlaubstag zu Ende. Und früh am nächsten Morgen bestieg Hilde den Zug nach Stralsund und ich segelte wieder alleine weiter. Zunächst ein bisschen wehmütig, war es doch schön in Gesellschaft zu sein. Lange Zeit Trübsal zu blasen hatte ich nicht, denn es wehte immer noch ein ordentlicher Wind und ich musste mich um meinen Kurs kümmern. Eigentlich wollte ich mit dem angesagten Windfenster aus Ost Richtung Warnemünde nach Hause segeln. Aber Svea benachrichtigte mich, sie möchte ihren Geburtstag mit Freunden am Wochenende nachfeiern und ich soll lieber noch nicht nach Hause kommen, sondern noch auf dem Wasser bleiben. So kam es dazu, dass ich statt nach Warnemünde nach Lohme segelte und von dort gegen den Ostwind nach Bornholm und über die schwedische Südsee weiter nach Mönsklint noch manche harte Kreuz gegen an erlebte. Falls dich dies alles interessiert, solltest du meinen Kanal Sailing Biedewind abonnieren und auf den letzten Teil 4 meines Segelberichts gespannt sein.